Wir schlängeln uns halt so durch bei The Evil Within. So mal eben knapp. Ne? Kann man ja mal machen. Ihn können wir bestimmt nicht irgendwie angreifen vorher. Nein, er wird uns wahrscheinlich später das Leben noch zur Hölle machen. Er weiß ja auch, wir sind hier. Hallo. Oh. Aber die sehen echt mega eklig aus, wie er da, was er da auch in der Hand hat, diese Klauen und mit zwei Köpfen und einfach nur widerlich. Ich weiß nicht, wer hier wie gesagt rumschleicht. Und machen wir mal so ein Bild, was hier los ist. Okay. Ach du Scheiße. Ja. 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 Explosionspfeile sind ja irgendwie so alles, was ich noch gerade im Petto habe. Deswegen, Reflex. Vielleicht besser nicht das Licht anmachen. Wäre eine Idee. Und die stecken ganz schön viel ein, was Schuss angeht. Das ist scheiße. Ich mach mal das Licht aus, auch wenn es natürlich für euch doof ist. So wenig zu sehen. Doof ist auch, wenn man keine Muni... Oh, haben wir. Wir haben aber noch Schrotflinten. Das ist gut. Haben wir auch noch Revolvermunition? Nö. Nö. Granaten hätten wir auch noch. Oh, wir können auch noch was erstellen. Das ist natürlich nice. Dann machen wir das mal. Schockbolzen. Kältebolzen finde ich auch immer super. Blendbolzen, naja. Harpune ist ja noch gut wenigstens. Okay. Spritze ist auch toll. Magnum haben wir nichts. Dann bleiben wir natürlich beim Revolver. Und ja, müssen halt damit leben, was wir haben. Ich nehme mal die Schrotflinte in die Hand. Wenn wir Glück haben, finden wir natürlich noch weitere Muni. Mhm. Okay, das nehmen wir ganz vorsichtig hier. Weiß man ja irgendwie nie. Hier haben wir eine Flasche, die uns dienlich sein soll. Vielleicht können wir mit einem gut gezielten Explosionsschuss arbeiten, den wir natürlich vorher legen. Vorher. Ja. So vielleicht? Direkt zu ihm hin? So? Oder auch nicht? Nein. Der Kälteschuss ging daneben. Ich lasse mich immer lieber umbringen dann. Ich finde es doof, dass so ein Explosionsschuss auch irgendwie gar nicht mehr die Effektivität hat. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass sie nicht so gut ausgerüstet ist bei mir oder so. Also aufgewertet. Ich weiß es nicht. Ich meine, bis dahin geht's ja, ne? So dann so und so. Dann gehen wir in den Raum rein, schnappen uns das Gedöns. Und nehmen die Flasche in die Hand und ja, schauen wir mal, ob das halt eher Sinn und Zweck der Sache ist. So. Jetzt weiß der nämlich nicht, dass wir hier sind. Oh, hallo. Nö, weiß er nicht. Oh, oh. Hallo, vielleicht magst du mal, Okay, auf ein neues, Leute. Ich habe es gerade eben schon mal probiert und es hat wieder nicht geklappt. Das regt mich hier echt langsam auf.
So schwer kann das doch immer nicht sein, oder? Oder stelle ich mich so blöd an? Ich glaube, es liegt natürlich auch daran, dass ich hier nicht groß ausgestattet bin. Scheiße! Der steht ja schon auf. Zünd ihn an. Schnell. Puh. Puh. Munition alle? Gehst du mal weg da? Nein! Weg da, weg da, weg da! Scheiße. Nein! Oh Gott. Der steht wieder auf. 100 Pro. Ich verballer hier alles, ne? Und, oh Gott, was mache ich hier? Ich bin hier nicht gut gerade drinne. Habe ich so das Gefühl. Das nimmst du mal wieder mit. Das brauchen wir noch. Natürlich sind wir wieder angeschlagen, aber hey. Und nimm die Flaschen mit, wenn wir schon dabei sind. Ich, ja. Sebastian kämpft sich bei mir immer eher so von Spritze zu Spritze. Ach, apropos Spritze, wir haben ja eine. Da fällt mir ein, wir haben eine Spritze. Das wäre sehr gut, dann bist du nämlich nicht so lahm. Wenn schon, denn schon, ne? So, kommen wir da vielleicht mal ran an diese Explosionsgeschichte hier. Bestimmt lassen sich irgendwann irgendwie diese Gitter öffnen. Dann kommt aber auch der Typ raus. Dann ist die Bombe hier. Und dann? Ich weiß es nicht. Wir müssen hier bestimmt mit irgendwas die Gitter öffnen. Oh oh, was ist denn da? Ist da irgendwas? Ich weiß es nicht. Warum ist da so ein... Was ist da? Warum ist da ein Loch? Was hat das zu bedeuten? Ich weiß es nicht. Stehst du auf? Was ist das für ein Gas da unten? Ich dachte, da wäre eine Leiche. Lad mal neu, so gut du kannst. Und da ist dann noch so ein Stromzeugs. Okay, hier war nichts. Mach mal Licht an. Man sieht ja hier kaum was. Okay. Der steht ja wohl 100 Pro auf, oder? Oh, was ist hier los? Warum sind hier so viele Flaschen? Was hat das zu bedeuten? Ah. Stirbt der? Da drinne? Hä? Was ist mit dem? Was ist los mit dir? Okay, ich check's nicht. Wenn der da in diesem Ding ist, kann ich da drunter dann einfach schleichen? Oh. Okay. Und was mache ich jetzt? Kann ich hier einfach schleichen? Okay. Okay. Mhm. Da komme ich nur durch, wenn ich den Schalter betätige, bevor ich das tue. Gucke ich auch nochmal überall rum. Oh, da mit dem Schalter. Was mache ich damit? Und ich kann nichts mehr laden. Nur noch ein Schuss Schrotflintenmuni. Leute, wie soll ich so überleben? Wie? Und selbst wenn ich eine Statue finde. Oh Gott. Selbst wenn. Ich hab. Was ist das? Kannst du da einfach dahin und das anfackeln? Da kommt das von oben so runter. Was ist das für ein Ding? Mach das mal. Wenn ich jetzt mal... Doch, ich hab sogar. Hier, machst du die Ratte tot. Ich hab sie, oder? Nee, sie wurde zerquetscht.
Okay, dann geh da durch. Oh, ich höre eine Tür. Munition alle? Mann, ey. Ich hab doch nichts. Bist du mal tot jetzt bitte? Oh, Gott sei Dank. Ey, was... Ich hab doch nichts. Ich meine, ich krieg hier so ein leppriges irgendwas und... Oh Mann, ey. Und was mit der Ratte? Die hätte ja auch noch mal was abdrücken können. Ich fasse es nicht. Echt. Wie ich mich hier so durchschlage, da ist auch noch was. Okay. Schöne Erfahrung. Immerhin. Damit wir uns mal aufwerten können. Und da geht's weiter und... Ja, gut, gehen wir erstmal kurz in unser nettes Ding. Da ist der nächste Spiegel. Licht an. Sicherheitsmusik. Tagebuch von Sebastian Castellanos, 20. Dezember 2012. Kein Wort von Myra, seit ich das Paket erhalten habe. Ich habe Angst davor, das Beweismaterial meinen Vorgesetzten zu übergeben. Das, wovon Myra da spricht, ist grauenerregend und könnte meine Möglichkeiten übersteigen. Aber die Beweise reichen aus, um mich davon zu überzeugen, dass Lillys Tod kein Unfall war. Sie haben Myra tatsächlich in die Liste der vermissten Personen aufgenommen, aber sie verraten mir nichts. Weil ich familiär betroffen wäre, sagen sie. Aber ich glaube eher, dass sie in mir einen Verdächtigen sehen. Die Ermittlungen stocken, aber für meine Familie werde ich sie auf eigene Faust fortführen. Was zur Hölle? Was war das? Stimmt da irgendwas langsam schon nicht mehr mit Sebastian? Merkt er irgendwas? Irgendwie, ich mache mir Sorgen. Und er sich, glaube ich, auch... Oh. Hier finden wir ja auch nie was. Und erwachte man seiner Zelle auf? Vielleicht ist er ja tatsächlich selber auch Patient oder so. Wo ist die Frau? Schwester, Herz. Da nicht natürlich. Wir müssen eher da lang. Was macht sie denn da? Hallo. Es haben Sie etwas vergessen? Bröckelt auch immer mehr hier. Alles zerfällt langsam, so war das nicht am Anfang des Spiels. Und sie hängt da auch immer irgendwas hin, ne? Die Schwester. Tatjana heißt sie. Tatjana Guterres. Okay. Kannst du das mal in die Hand... Ja. Vermisst, aber sie ist... Eben hier, ne? Das ist das unheimlich. Ich wollte es gerade übersetzen... Ja, vermisst. Tatjana Guterres, Pflegerin in der Beacon Nervenklinik. Sie verschwand während ihrer Spätschicht. Es gibt keine Hinweise darauf, dass sie das Gebäude verlassen hat. Die ist einfach verschwunden. Wie merkwürdig ist das denn? Und er weiß ja, dass sie hier die ganze Zeit rumläuft, deswegen... Und jetzt ist sie weg? Sie ist auch vermisst? What? Und sie ist jetzt gar nicht mehr da? Wie unheimlich. Und jetzt ist das Licht auf einmal auch so blau. Oh, wow. Okay, wir gucken mal. Vielleicht ist sie ja hier nebenan oder so. Aber ich glaube irgendwie nicht. Oh, ist das krass. Wenn sie jetzt nicht mehr hier ist, ist das halt auch alles so kühl. Einen Schlüssel haben wir. Den werde ich da oben einsetzen. Ja, erstmal egal. Muni. Muni. Sehr schön. Ich weiß zwar nicht, was für eine Muni das war. Aber immer her damit. Okay, Scharfschützen-Muni haben wir auch. Hier, das war für die Magnum. Dann packen wir die mal rein. Lad bloß neu. Oh, wow. Was passiert hier mit der? Was ist hier los? Ein Kartenfragment habe ich jetzt nicht nochmal gefunden gehabt. Wir müssen auf unseren Stuhl. Das machen wir nochmal eben. Wie immer. Wenn wir können. Und wir können. Also machen wir es. Puh.
Puh, irgendwie habe ich das Gefühl, so jetzt so langsam entwickelt sich da was bei Sebastian. Es bröckelt alles so, es ist, als ob die Welt halt in sich zusammenfällt und ja. Spanngeschwindigkeit, Reichweite, Nachladegeschwindigkeit. Vom Scharfschützengewehr wäre es vielleicht nicht schlecht, da auch nochmal den Schadensmultiplikator zu erhöhen. Gilt aber für die anderen natürlich auch. Kritisch ist auch immer wichtig. Wie sieht es denn da aus? Die Genauigkeit ist bei der Magnum halt auch richtig schlecht, merke ich gerade. Vielleicht schaffe ich das am Ende. Jetzt haben wir hier die Schrotflinte. Ich mache auch nochmal... Was ist denn wichtiger? Scharfschützengewehr oder Schrotflinte? Beides gut. Wäre beides wichtig. Ich mache mal die Schrotflinte, weil wir da... Ja gut, das ist jetzt für einen Kopfschuss. Das schaffen wir jetzt auch nicht immer, aber so ein bisschen vielleicht. Dafür ist ja der Schadensmultiplikator eigentlich da, ne? Gut, ich erhöhe den. Ja, das mache ich jetzt mal so. Ich mache das jetzt einfach mal so. Und schwupps hat man nur noch 2050. So schnell geht das. Oh Mann. Dabei ist alles so wichtig jetzt, so gegen Ende. Magazinkapazität, naja. Wie gesagt, so viel finden wir da jetzt nicht. Nachladegeschwindigkeit. Ich bin da echt, also... Ja, ich wünschte, ich könnte noch viel mehr gerade machen. Aber mit 2050 können wir hier gerade gar nicht viel machen. Außer vielleicht, ja, nochmal die Magazinkapazität. Ich mache mal die Nachladegeschwindigkeit. Verbessere ich mal von der Magnum. Das ist vielleicht noch besser. 50 nur noch. Nur noch 50. Ich will noch mehr Glibberzeug. Oh Mann. Naja, ich schlage mich halt so durch, wie ich es eben schaffe. Ihr wisst es. Ich gebe hier mein Bestes. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Echt komisch, dass die Schwester jetzt weg ist, wo sie jetzt halt offiziell auch vermisst ist. Ich speichere hier mal eben ab und latsche nochmal zum Spiegel. Düdüpp. Annehmen. So. Vielleicht ist da ja noch irgendwie ein Patient oder so, der da mit uns quatscht. Irgendwas? Irgendjemand? Wir können zwar in unsere Zelle, wo wir herkamen, rein, aber sonst? Nö, ne? Irgendwas stimmt hier gar nicht bei dieser Nervenklinik. So gar nicht, gar nicht. Leute, wir sehen uns im nächsten Part wieder von The Evil Within.